Alltag in Taoyuan Longgang, einer neu gegründeten Kleinstadt außerhalb von Taipeh in Taiwan. Auf den Hauptplatz oder in den Park zieht es gelegentlich auch Familie Wen. Hier trifft die sonst eher ruhige Tochter Pai Fei Bekannte und Freunde zu Gesprächen oder zu einem Marktbummel. Pai Fei ist schon lange behindert, denn bald nach der Geburt 1973 setzte er eine Atrophie, ein Gewebeschwund ihrer Hände ein. Sie wurden deformiert, Hände und Arme außer Funktion gesetzt. Seit 2 Jahren ist eine kleine, aber feine Wohnung in dieser Wohnanlage für Pai Fei und ihre Eltern das Zuhause. Hier hat sie in einem kleinen Raum ihr Atelier eingerichtet. Mit Öl habe ich mich überhaupt noch nie beschäftigt. Andere Künstler aber beim Arbeiten beobachtet. Einige Male habe ich es mit Acryl versucht, aber normalerweise male ich mit Wasserfarben oder Pastellen. Meine Motive sind Blumen, auch Bambus, Sträucher, alles in leichten, lockeren Farbtönen. Das wissbegierige und kunstinteressierte Mädchen besuchte nach der Grundschule Seminare und Fachschulen und kam so mit der traditionellen chinesischen Malerei in Kontakt. Einer Malart, die eine Pinselführung auch ohne besondere Berücksichtigung von Details erlaubt. Ihre Werke konnte die Künstlerin bei Einzelausstellungen in Schulen und sozialen Einrichtungen und bei Gemeinschaftsveranstaltungen asiatischer Künstler der Öffentlichkeit zeigen. Mit 18 Jahren erhielt Wen Pai Fei ein Stipendium. Seit 1998 ist sie assoziiertes Mitglied der Vereinigung.